Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dying Light 2. Stay Human. Wir entscheiden uns hier. Ich glaube, das ist besser für den späteren Verlauf, wenn man zum Beispiel einmal gerettet werden kann und ja, besser rumlaufen kann. Wir wählen das hier. Die Überlebenden. Ein Pilger im Bazar? Wenn ich er wäre, würde ich verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Okay, wir haben die Summstufe. Okay, was bedeutet das? Dehne um die Summstufe statt an 60. Oh, ich dachte, das wäre nur dieses Gebiet hier. Aber wir können... Ah, das ist der Zentralring. In der Summstufe Stadtausrechnung sehen Sie den aktuellen Status der Stadt, der Zone der Stadt. Obwohl die neutrale Zone als auch die, die durch Peacekeeper oder Überlebende kontrolliert werden. Gut. Hier finden Sie verschiedene Stadtbelohnungen, die Sie erhalten, indem Sie die Zone von den Gruppierungen zuweisen. Und eine Zone einer Gruppierung zuzuweisen, entdecken Sie Ihre Gebäude, Wasserturm oder Stromwerk, aktivieren Sie es und weisen Sie es der Gruppierung zu, die Sie unterstützen möchten. Okay. Gut, Überlebende, Peacekeeper und Field. Aha. Ah, so. Aha. Peacekeeper, nicht Peacekeeper, sondern Überlebende und Peacekeeper. Gut, wie viele Stadt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Abtrünnigengebiet. Narkon! Aiden, wo verdammt nochmal bist du? Barney wusste, dass Lucas ihn gefangen nehmen wollte. Jack und Joe haben ihn gewarnt. Er hätte die Falle umgehen können und dennoch ist er hineingegangen. Dabei wurde Lucas getötet. Vielleicht sollten wir Barneys Versteck im Hotel Tango überprüfen. Ich sorge dafür, dass der Ort sicher ist. Okay. Gut, zuerst einmal. Das ist unser Spielerversteck. Aha. Sonst haben wir hier nichts. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Wir müssen da entlang gehen. Am besten nehmen wir dieses hier, oder? Ja. Handwerkermeister. Oh, und jetzt ist da unten alles. Voll. Mir wurde gesagt, dass du derjenige bist, dem Weg des Wassers zu danken ist. Gute Arbeit, Junge. Ja. Aha. Und runter. Ich wurde nie so hintergangen. Wie konntest du nur, Anna? Hast du nichts zu sagen? Wo ist mein Mehl, du Diebin? Aber du bist mir was schuldig, Theresa. Mehrere Monatslöhne. Es reicht. Verschwindet, ehe ich euch herausschmeiße. In hohem Bogen. Schlampe! Aufhören! Ich will nicht das erste Mal. Okay, was ist hier los? Eigentlich mag ich Zickenkämpfe, aber meine Güte. Kaum zu fassen, dass die gestern noch befreundet waren. Was ist passiert? Letzte Nacht hat jemand Theresas Mehl geklaut. Komplett. Die gesamte Riesenernte. Der Gewinn wäre gewaltig gewesen. Aber jetzt steht sie vor dem Nichts. Kein Mehl, keine Kunden, kein Geld. Ohne die Einnahmen überlebt sie mit ihrem Sohn keinen Monat mehr. Okay. Und warum gibt sie ihre beste Freundin die Schuld? Sie ist sicher verzweifelt, wenn sie ihre Freundin beschuldigt. Ex-Freundin. Aber mehr als ein Vorwurf ist da nicht. Beweise hat sie keine. Sie ist ein Hitzkopf, klar, aber du musst sie selbst fragen. Okay, Theresa braucht offenbar Hilfe. Meinst du, sie braucht Hilfe? Theresa, wieso? Brauchst du Geld? So meine ich das nicht. Du bist ein Pilger, stimmt's? Für umsonst macht ihr doch gar nichts. Wie viel haben sie für das Wasser locker gemacht? Sie ist sicher bei ihrem Laden.
Danke für den Tipp. Hä? Okay, das war eine seltsame Formulierung. Und hier können wir einfach so raufgehen. Okay, gut. Hast du das gesehen? Elvira hat sich nackt ausgezogen und sich unter das Wasser gestellt. Oh nein, wirklich? Oh ja, einfach so hat sie ihre Brust entblößt. Siehst du was er mit den Leuten macht? Okay. Manchmal frage ich mich, war es vor all dem hier einfacher, an Gott zu glauben? Hi. Da draußen sind ein paar Zombies. Ist das diesen, Elvira? Du weißt schon, nee. Diesen Pilger sollte man... Moment, zu was? Zu einem Heiligen erklären. Ah. Oder zumindest zum neuen Anführer des Bazars. Jeder andere wäre besser als Karl. Ja, du hast vermutlich recht. Okay. Größte Vielfalt! Größte Vielfalt, ja. Was haben wir hier Schönes? Klingen. Liederklingen. Ich nehme die Klingen. Was gibt es noch? Der Rest ist egal. Und wir verkaufen noch schnell die Sachen, die wir überhaben. Verkaufen lassen wir. Ich frage mich, ich bin zuerst mal mit Therese. Hallo. Guten Morgen, Pilger. Habe ich mich schon für das Wasser bedankt? Du wurdest ausgeraubt? Von meiner Freundin. Ja, ich bin am Boden zerstört. Aber warum sollte denn ausgerechnet deine Freundin die Schuldige sein? Tja, wer denn sonst? Sie hat das Mehl für mich aufbewahrt. Angeblich, um es zu beschützen. Und nun ist es weg. Na, so ein Zufall. Mein Junge und ich sind am Ende. Wenn sie es doch nur zugeben und mir mein Mehl zurückgeben würde, dann würde ich ihr verzeihen. Wenn sie in der Klemme steckt, würde ich ihr helfen. Aber sie ist so stur. Und es war eine große Ernte. Reich wären wir nicht geworden, aber nun müssen wir verhungern. Okay, und was hat Anna denn dazu gesagt? Wie hat Anna es denn erklärt, dass das Mehl verschwunden ist? Gestohlen, nicht verschwunden. Sie hat gar nichts erklärt. Sie lügt wie gedruckt. Woher weißt du das? Es steht ihr ins Gesicht geschrieben. Alles gelogen. Jetzt ist mir klar, dass sie immer schon gelogen hat. Okay. Hast du denn Beweise, dass Anna es war? Nicht an sich, aber es fand sich ja in ihrem Schuppen. Und ich dachte, sie tut mir einen Gefallen, als sie es für mich lagern wollte. Aber in Wahrheit wollte sie mich und meinen Jungen nur übers Ohr hauen. Sprich mit ihr, okay? Auf mich hört sie nicht. Vielleicht kann ein Fremder ihre Sturheit brechen. Wenn sie das Mehl zurückgibt, ist alles vergessen. Vielleicht hat sie es ja nur gestohlen, weil sie Hunger hatte. Dann darf sie auch was behalten. Ihr Schuppen ist am Wasserturm. Bitte, sprich mit ihr. Ich denk drüber nach. Okay. In der Not zeigt sich, wer dein Freund ist. Ja, am Wasserturm. Wer bist du? Teile! Ich hab Teile! Ja. Wir könnten ein paar Sachen ver... Ah, das sind, sind einfach nur Mods. Die Upgrades sind hier. Okay, schauen wir uns mal an. Molotov Cocktail. Oh, wir haben ja ein paar Köpfe. Wir könnten das hier Haltbarkeit erhöhen. Schauen wir zuerst mal so. Was bringt das hier? Mittel. Licht. Leid. Der Fehler ist immer noch. Okay. Das hier. Mehr Heilung. Wir könnten zwei Sachen verstärken oder hier Widerstandsfähigkeit gegen Dietriche hoch. Gestellte Menge. Das könnten wir. Was ist das? Aufputschmittel. Gesundheitsheilung pro Sekunde. Wird auf 3% erhöht. Was sind die Mods? Das könnte ich nach oben treiben, aber ich brauche mehr Köpfe. Und hier nichts.
Ich glaube, das und das sind am besten. Molotov-Cocktail. Finde ich Explosionsschaden. Tiet. Ja, dann machen wir zuerst das hier. Erstellungsmenge 3. Das könnten wir oder hier mehr, ich glaube, mehr Heilungen. Das nächste wäre dann um 100, also 100 Heilung. Ja, wir müssen unbedingt mehr Köpfe sammeln. Ja. Können wir noch mehr Sachen kaufen? Ich glaube, wir kaufen den Rest hier auch noch. Haben wir die Sachen? Bauteile. Boah. Gut. Das hätten wir vorerst. Ist der Schuppen, was alles in der Stadt getötet hat. Ich schwöre, das ist noch immer das Erste, woran ich jeden Morgen nach dem Aufstehen denke. Ihr fragt euch sicher, wo die ganzen Waffen hin sind, oder? Die Armee hat sie nach den Geschehnissen von März 2004. So, hier. Okay. Ich habe nie geglaubt, dass die Night Runner echt sind. Bloß Märchen, wenn du mich fragst. Aha. Aber wir sind hier doch beim Wasserturm. Oh. Oder ist es vielleicht weiter oben? Kann sein, dass es weiter oben ist. Oder da drüben? Pass auf dich auf da draußen. Oh, man kann hier rein. Vielleicht hier. Anna? Anna, ich will nur reden. Geh weg. Sprich mit mir, dann gehe ich wieder. Dauert auch nicht lange. Schau, ich weiß, dass Theresa dich schickt. Die kann mich mal. Du auch. Ah. Es gibt doch eine Möglichkeit, da reinzukommen. Aha. Hop. Oh. Oh. Das ist also der Pilger? Sieht gar nicht nach einem Sünder aus. Ja. Yeah. Und nachdem ich euch den Arsch gerettet habe, nennt die ihr mich Sünder. Oh. Ah. Eieiei. Ist es hier irgendwo? Das einmal laufen wir so hier rüber und dann hier. Okay, wir können hier nichts machen. Hallo. So, hallo. Bitte, geh einfach. Können wir bitte reden? Ich möchte helfen. Wobei, willst du mich daran erinnern, dass ich eine Witwe bin? Dass ich bitterarm bin? Dass ich eine Mehldiebin bin? Ich verurteile dich ja gar nicht. Ich will einfach nur deine Version hören. Ich will die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Du willst die Wahrheit? Hier hast du deine Wahrheit. Freunde würde ich niemals beklauen. Niemals. Mehr muss ich nicht sagen. Hat Theresa dir erzählt, dass sie mir einen halben Jahreslohn schuldet? Wenn Theresa das Mehl verkauft hätte, hätte sie mich bezahlen können. Warum sollte ich mit einem Diebstahl mein Wohlergehen riskieren? Und ihrs. Und das ihres Sohnes. Okay, ihr seid doch beste Freunde, oder?
Ich dachte, ihr wärt beste Freunde. Ich auch. Bis heute. Wir sind uns seit dem Niedergang sehr nahe. Ich habe mein Kind verloren. Sie ihren Mann. Mir ging's sehr schlecht. Habe überlegt, Schluss zu machen. Theresa hat mich wieder aufgemuntert. Hat für mich und meinen Mann, den alten Säufer, sogar gekocht. Es ist unfassbar, dass sie mir die Schuld gibt. Hast du vorgeschlagen, das Mehl bei dir zu lagern? Sie sagte, du hättest das Mehl bei dir gelagert. Ich dachte, so könnte ich es beschützen und mein Geld auf jeden Fall bekommen. Also legten wir es in meinen Schuppen am Turm. Aber als ich heute Morgen reinging, weg. Alles weg. Und du hast nichts bemerkt? Niemand Verdächtiges? Meinst du nicht, sowas hätte ich längst erwähnt? Alles, was ich weiß, ich habe das Mehl nicht gestohlen. Das würde ich Theresa niemals antun. Und auch mir nicht. Komischerweise wurde sonst aber nichts geklaut. Weder mein Buchweizen noch meine Rüben. Alles noch da. Der Täter wollte nur das Mehl. Interessant. Darf ich mir den Schuppen mal ansehen? Vielleicht hilft es ja, wenn sich noch jemand den Tatort ansieht. Ich habe nichts dagegen. Okay. Wer sich so nahe steht, sollte sich nicht wehtun. Und können wir hier jetzt raus? Ja. Gut. Detektiv Enel ist wieder am Start. Oh, jetzt ist es offen. Die Tür ist offen. Der Täter muss einen Schlüssel gehabt haben. Yeah. Nichts kaputt. Der Täter kannte sich also aus. Ah, Fußabdrücke. Nur ein paar Schuhe. Also ein Einzeltäter. Und hier? Die anderen Waren sind noch da. Der Täter wusste genau, was er wollte. Mehlspur auf dem Boden. Hier wurden Säcke lang geschleppt. Und niemand hat es bemerkt, dass jemand hier Säcke rausspaziert oder rausträgt. Ende der Spur. Vielleicht geht sie irgendwo anders weiter hier. Wer hatte Schlüssel zum Schuppen? Ich und mein Mann. Aber der ist tot. Sonst niemand? Sicher? Niemand ist hier eingebrochen, Anna. Der Maildieb hatte einen Schlüssel oder ein Duplikat. Du denkst also doch, ich war's. Wer soll es sonst gewesen sein? Möglich wäre es. Möglich wäre es. Ich dachte, wenigstens du würdest mir glauben. Und ich glaube jetzt, dir. Wie soll ich was zurückgeben, was ich nicht geklaut habe? Aus einem Stein kann man kein Blut quetschen. Immer mit der Ruhe. Denk nach. Wer könnte es gewesen sein? Und warum? Lass mich dir helfen. Es sei denn, Theresa hat doch recht. Schwer zu sagen. Vielleicht jemand aus dem Bazar? Dodger vielleicht. Dem traue ich alles zu. Oder Benny, Theresas Sohn. Mehr fällt mir auch nicht ein. Im Moment dachte ich auch, es könnte der Sohn sein. Warum hast du Theresas Sohn erwähnt? Warum erwähntest du Dodger? Was hast du getan, als du den Diebstahl bemerkt hast? Zuerst einmal, warum der Sohn? Was ist mit Theresas Sohn? Warum sollte er sowas tun? Normalerweise würde ich ihn nie verdächtigen. Netter Junge. Ich kenne ihn schon lange. Ist wie ein Sohn für mich. Aber in letzter Zeit ist er sehr schweigsam. So als hätte er was zu verbergen. Vielleicht ist das ja auch so. Nein. Benny hat mit sowas nichts zu tun. Das würde Theresa das Herz brechen und das weiß er. Und warum sollte er auch das Mehl klauen? Das ist für alle Beteiligten die entscheidende Frage. Wo finde ich Benny? Ich weiß nicht. Er taucht in letzter Zeit gerne unter. Obwohl, Theresa hat ihn bestimmt beauftragt, ihre Lagerhäuser zu bewachen, damit nicht noch mehr geklaut wird. Ich gehe ihn suchen. Warum hast du Dodger erwähnt? Warum sollte dieser Dodger das Mehl klauen? Keine Ahnung. Aber einem zwielichtigen Typen wie dem traue ich sowas zu. Ehrliche Arbeit kennen Typen wie er nicht. Hängen nur rum und nutzen das Pech der anderen aus. Aber ich... Anna, hey.
Sorry, ich bin abgedriftet. Mein Mann ist gerade gestorben. Das habe ich noch immer nicht verkraftet. Entschuldige. Wo war ich? Ach ja, Dodger fragte Theresa nach der Ernte, nach dem Getreide, wie viel es sei, sowas halt. Das kam mir zuerst gar nicht merkwürdig vor. Um Abschaum wie ihn kümmere ich mich nicht. Wenn du mit ihm reden willst, findest du ihn im Bazar. Aber sei vorsichtig. Menschen scheren ihn einen Dreck. Ihn interessiert nur Geld. Okay. Meine Vermutung. Dodger hat... Oder Benny, der Sohn, hat bei Dodger Schulden. Einen Haufen Schulden. Deshalb hat Dodger ihn überzeugt, das Mehl zu klauen. Deshalb ist er schweigsam. Was hast du getan, als du den Diebstahl bemerkt hast? Wo warst du an dem Abend, an dem das Mehl gestohlen wurde? Ich habe um meinen Mann getrauert. Diesen Abend, wie an jedem anderen Abend, seit er tot ist. Oh, mein Beileid. Danke. Bringen wir die Sache hinter uns. Anschuldigungen sind schlimm genug hier bei uns. Ich bin am Ende. Nicht, wenn wir das Mehl und den wahren Täter finden. Tja, aber ich fürchte, mein Ruf ist unwiderruflich beschädigt. Kann sein oder nicht. Mal sehen, was ich erreichen kann. Ich bin erledigt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Der Händler? Und, also das etwas anderes. Das draußen. Benny. Gib auf dich acht. Benny? Hey! Hör auf mich anzustarren! Hab gar nichts getan. Ganz ruhig. Verrat durch einen Freund schmerzt am meisten. Ja, aber zuerst einmal muss nicht unbedingt Verrat durch einen Freund sein. Herausforderung, Wasser und Blitz. Sentimentalen Wert. Liebesgut und vermisste Personen. Einzug. Verdammt. Das ist der Wasserturm. Will ich aber noch nicht machen. Zum Bazar. Wir gehen zuerst mal nach oben. Was treibst du gerade so, Aiden? Im Moment nicht viel. Ich suche nach diesem Benny. Aiden, du bist jetzt eine Weile hier und praktisch einer von uns. Ja, und weiter? Es gibt Gerüchte über Nightrunner, die sich aus der Asche erheben. Du kannst gehen und Barneys Sachen durchsuchen. Die Luft ist rein. Ich bin so schnell wie der Blitz. Mich kann niemand schlagen. Aha. Okay, der ist nur dafür. Komm und handle mit den PK. Oh, der PK-Händler? Warum? Was? Seit wann? Wo? Klingen, zwei davon. Ja, alle kaufen. Was? Mann, ist Versteck. Einer von denen. Okay. Und wen haben wir hier? Ist das?
Scheißgeber. Aber hier können wir nicht schlafen. Okay, hier ist kein Questgeber. Und hopp. Können wir hier schlafen? Ich bin so schnell wie der Blitz. Mich kann niemand schlagen. Nee. Okay, wir müssen wieder darüber. Und abrollen. Das ist also der Pilger? Sieht gar nicht nach einem Sünder aus. Ja, weil ich kein Sünder bin. Ich glaube, am Tag können wir hier mehr erreichen. So. Jetzt sind hier mehr Leute. Gut. Schlafen gehen. So. Oh. Ah, das hat gut getan. So. Ist das Salami? Nee. Oder vielleicht doch? Aiden, du bist ein verdammter Held, weißt du das? Ja. Okay, hier können wir nichts alles machen. Alles in Ordnung, Aiden? Jetzt runter. Ui! Hast du Kopfschmerzen? Nimm Kräuter. Fieber? Kräuter? Da bist du auf dich gestellt, Kumpel. Okay. Gut. Also hier mal umschauen. Können die es wagen, den Durchgang zum Stadtzentrum zu schließen? Wir sind freie Menschen. Ja, ja. Hier haben wir nichts. Und diese Benny haben wir auch noch nicht entdeckt. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentrum... Ist der? Nee, der ist kein Benny. Alring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingestrengt haben. Manche behaupten, die Abtrünnigen greifen bald an. Verrat durch einen Freund schmerzt am meisten. Ja, 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 ja. Ganz ruhig. Wir machen mehr Kinder, aber nicht mehr Biomarker. Wie soll das funktionieren? Hier ist auch nichts. Manchmal frage ich mich, war es vor all dem hier einfacher, an Gott zu glauben? Einer von denen ist Benny, oder? Guten Morgen, nee. Aiden. Vielleicht sollten wir zum Bazar gehen. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.